Stern zeigt es. Ich bin heute bei Mercedes und Mercedes präsentiert mal wieder ein neues Modell. Das stimmt jetzt hier nicht ganz, weil wir haben ein aufgefrischtes. Das ist die neue V-Klasse. Das ist jetzt natürlich hier die höchste Ausstattungslinie, deswegen der Stern auf der Haube, ist der vorbehalten. Was ist sonst neu? Wir haben hier diesen größeren Grill, der ist gewachsen in Dimensionen. Das neue Scheinwerferdesign, flankiert von einer neuen Schürze. Ich finde, der sieht richtig frisch aus, der Wagen, obwohl er schon seit 2014 jetzt mittlerweile auf dem Markt ist. Schauen wir uns mal zusammen das Heck an. Die Neuerung am Heck, die muss man ja wirklich mit der Lupe suchen. Hier ist zum Beispiel jetzt der Mercedes-Benz-Schriftzug, ganz edel ausgeführt. Darüber die nach wie vor separat zu öffnende Heckscheibe, was natürlich sehr praktisch ist. Die Heckklappe öffnet elektrisch. Ja, und das neue Leuchtendesign, auch unschwer zu erkennen, damit er auch in der Nacht als V-Klasse erkennbar ist. Bevor wir jetzt in den Innenraum klettern, noch einen kleinen Blick auf die Felgen. Das ist jetzt hier für die Exclusive Line ein schickes 5-Speichen-Design, das auch neu ist. Und ich würde sagen, das steht dem Wagen ausgesprochen gut. Ja, willkommen in der komplett neuen V-Klasse-Welt, weil hier drin ist wirklich alles neu. Das fängt beim Lenkrad an. Wir haben jetzt hier mit Touchflächen das Lenkrad bestückt. Eigentlich entgegen dem Trend. Andere Hersteller gehen ja schon wieder zurück zu normalen Tasten. Davor jetzt dieser Bildschirmverbund. Zweimal Breitbild-Display in der Mitte mit dem neuesten MBUX. Augmented Reality-Navigation und was die anderen Modelle halt schon länger haben. Und dazu ein komplett neues Dashboard. Da haben wir jetzt zum einen hier diese Interieurleiste. Ziemlich groß, ziemlich schick auch. Hier gebürstetes Aluminium, aber es gibt zum Beispiel auch schicke Holzpaneele und dazwischen dann die Ambientebeleuchtung, die jetzt auch nach hinten geht. Das schauen wir uns gleich an. Ja, dazu zahlreiche Ablagen, bequeme Sitze, wobei wir müssen bedenken, wir sind hier in der teuersten Ausstattungslinie, der Exclusive. Was schade ist, das sehe ich jetzt hier von diesem Platz aus, den Mercedes-Stern auf der Haube sehe ich nicht. Ja, die Türen im Fond, die öffnen elektrisch, was hier den Weg in den luxuriösen Innenraum ebnet. Zumindest jetzt hier in diesem Exclusive-Modell, da haben wir wirklich alle Annehmlichkeiten. Zwei wirklich schicke Einzelsitze, eher schon Sessel. Wie man hier sieht, die lassen sich in eine Liegeposition fahren. Ich kann es mal andeuten. Und vorne auch hoch. Plus Fußablage unten. Dazu haben wir noch zwei schöne Tische. Sehr robust gefertigt, also da geht einiges drauf. Und was natürlich auch besonders schick ist, hier ein riesiges Glas-Panoramadach. Ja, wer jetzt auf Informationen zu Motoren oder zu den Preisen wartet, da muss ich leider enttäuschen an dieser Stelle. Mercedes sagt noch nichts dazu und wir müssen uns erstmal rein mit dem optischen Eindruck begnügen. Aber ich finde, das ist schon sehr vielversprechend und jetzt sind wir gespannt, wie es dann auf der Straße wird. Oh.